Im zweiten Beitrag dieses Magazins steht die Weltzeituhr, die inzwischen 50 Jahre alt ist, im Zentrum. Wir hatten die seltene Gelegenheit, das Innenleben kennenzulernen und auch aufzunehmen. Dem stehen wir gegenüber, ein Uhrmacher, der die aktuelle Funktionsweise heutiger Chronometer uns erläutert. Bleiben Sie also dran, es bleibt weiterhin spannend. Wir machen hier die Wartung, dazu kontrollieren wir die Schaltuhr, ob das alles richtig eingestellt ist, die Motorschutzschalter, dass die reine Stromversorgung der Uhr Baujahr 69. So sind die ganzen Kästen auch noch im Originalzustand hier vorhanden. Wir haben lediglich so nach und nach hier die Lampen umgerüstet. Das ist alles LED-Technik mittlerweile, bis auf die unten. Ansonsten ist hier nicht viel passiert. Immer auf den Kopf aufpassen, am besten da auf dieses Holz treten. Wir laufen zur vollen Stunde auf den Nocken. Die Uhr hält an und kriegt unten vom Hauptuhrencomputer ein Signal, dass sie wieder loslaufen muss zu einer bestimmten Zeit. Das heißt, das ist ein Schnellläufer, die läuft immer vor. Die geht also immer vor, die Weltzeituhr. Exakt zur vollen Stunde kriegt sie einen Impuls und geht dann wieder los. Das ist das ganze Geheimnis der Uhr. Die bewegt sich hier innerhalb von einer Minute 3 cm. Also das merken sie hier oben nicht. Hier ist der Motor und da ist dieses ominöse Trabantgetriebe. Naja, Teile davon. Das ist auch ein Getriebe, was da drin liegt. Das ist der Antriebsmotor vom Planetensystem. Sie können ja rausgucken hier oben. Im Gegensatz zur 50 Jahre alten Weltzeituhr am Alexanderplatz mit absolut klassischer Elektrotechnik besitzen heutige Chronometer durchweg ein elektronisches Quarzuhrwerk. Das beliebte Tick-Tack, Tick-Tack ist inzwischen verstummt. Haben Sie eigentlich überhaupt noch mechanische Uhren hier in Ihrem Schaufenster und in Ihrem Geschäft? Selbstverständlich haben wir noch immer mechanische Uhrwerke. Jede dieser Firmen, selbst hier die Firma Boccia, führt noch mechanische Werke. Beispielsweise selbst Zitizen, die wir eigentlich nur als funkgesteuerte bzw. Solaruhren kennen. Also es gibt auch nicht nur batteriebetriebene Uhren, sondern auch Uhren, die jetzt ihre Energie direkt von der Sonne her ziehen. Führt noch mechanische Uhrwerke. Hause Casio zum Beispiel gibt es noch ganz klassische Uhren, jetzt zum Beispiel auch diese Retro-Geschichten, Uhren, Quarz, digital und natürlich das Design schon vor 25 Jahren. Tatsächlich gibt es noch mechanische Uhren, die führt fast jede Firma. Das berühmte Tick-Tack, das entscheidet dann der Kunde. Wenn er es kaufen möchte, dann führen wir es als Uhrmacher oder Uhrenhändler. Aber wenn es nicht möchte, dann führen wir es auch nicht. Wenn es früher an jeder größeren Straße mal einen Uhrmachermeister gab, das werden Sie in Berlin nicht mehr finden. Die guten Meister sind alle im Ausland gelandet. Die sind in der Schweiz. Sie können natürlich auch noch immer in Glashütte arbeiten bei den gängigen Firmen, ne? Bei Bruno und Söhne, Lange und Söhne, bei Nomos, wie auch immer. Die sind irgendwo. Aber in Berlin haben wir eigentlich nicht viele Uhrmachermeister. Leider. Es ist ein aussterbender Beruf. So wie alle Handwerksberufe. Im Bereich der Feinmechanik ist es ganz schön schwer geworden. In den letzten 2 Jahren, glaube ich, hatten wir nur eine Gesellenprüfung in der Uhrmacherei. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Die teuersten Batteriewechsel sind die missglückten Batteriewechsel, die der Kunde selbst zu Hause probiert. Ja, ganz klassisch. Ja, also wenn dann der Kontakt abgebrochen wird oder der gesamte Deckel zerkratzt wird, ja. Hier ist so viel Schmutz drin, dass ich auf Anhieb erstmal nicht sehe, wo ich mit dem Messer ansetzen kann. So, das hier ist eine Tissot, ist ein Schweizer Hersteller.
Hier haben wir auch der Dichtungsring ist auch das Element, was den Deckel und das Gehäuse miteinander verbindet. Das ist wie ein Korken, ja, also wie so ein Impress-Ring. Ich glaube, der heißt sogar Impress. So. Ja, jetzt haben wir hier die Batterie. Vorher erden wir uns. Ich fasse nicht mit dem Finger direkt aufs Werk rauf. Ich halte einfach nur die Batterie fest, damit die Batterie nicht wegfliegt. Gucken wir, wenn die Batterie voll ist, versuche ich auch sowas hier nicht zu machen. Das ist ein Kurzschluss von der Batterie. Ich teste trotzdem mal die Batterie durch, damit ich dem Kunden auch sagen kann, allerdings, ja, die Batterie ist leer. Das ist erstmal hier die Liste der ganzen Batterien. Manchmal kommen Kunden, sind völlig verzweifelt und sagen, ich suche eine CA. Dann weiß ich schon, alles klar, das ist von der Firma Timex. Jede Uhrenfirma hatte mal einen eigenen Namen und eine Nomenklatur. Die sich so durchgesetzt haben, sind diese beiden hier. Da finde ich jede Batterie. Und die erste ist einfach total einfach. Die erste Zahl sagt was über den Durchmesser aus und die andere über die Höhe der Batterie. Wie lange hält denn so eine Batterie, wenn sie neu eingesetzt wird? Die Uhr in Ordnung ist bis zu 2 Jahre, bis zu 3 Jahre. Einige Kunden fantasieren rum und sagen dann ganz gerne, meine Batterie 6 Jahre, das geht nicht, das wird nicht passieren. Auch wenn das wirklich wahr wäre, würde ich immer vorschlagen, dass man mindestens jedes Jahr eine Batterie wechselt. Weil wenn die Batterie ausläuft, dann hat sich der Traum. Dann läuft nämlich die Säure aus und verteilt sich im Uhrwerk. Geht meistens erstens hier auf die Kontakte und Schlimmeres, vielleicht noch einen Kurzschluss und dann war es das. Ja? Man darf nicht vergessen, eine Quarzuhr ist ein elektrisches System. Da sind Widerstände, da ist ein Stromkreis und wenn der kaputt geht, dann ist es durch, dann ist es kaputt. Wie lange hält denn grundsätzlich eine Uhr, sagen wir mal, Wert hier, Verkaufspreis 120 Euro? Die Uhren haben schon eine Halbwertzeit von ungefähr 5 Jahren. Also nach 5 Jahren sind eigentlich 50% der Uhren kaputt. Wenn sie länger halten sollen oder müssen, dann sollte man sich wirklich eine teurere Uhr kaufen. 150 Euro ist nicht teuer. Also wir reden wirklich im Verkauf von teuer, warten Sie mal, gleichzeitig reden und arbeiten ist immer so eine Sache. Ja? So. 150 Euro ist nicht teuer. Ab 500 Euro reden wir von einer teuren Uhr. Ja, und wenn Sie natürlich jetzt in der Schweiz unterwegs sind oder in Glashütte, dann reden wir schon über 4-stellige Zahlen und nicht über 500 Euro. Also Sie sagen gerade Schweiz, sind die nach wie vor führend, auch bei elektronischen Uhren? Wir reden immer von Schweizer Uhren, aber tatsächlich sind auch viele deutsche Uhrmachermeister unterwegs. Ja? Also es sind nicht alles Schweizer, die da arbeiten. Ja? Es ist schon international geworden, aber die Creme de la Creme arbeitet schon in der Schweiz bei den gängigen Firmen. Hier zum Beispiel, was viele Kunden nicht wissen, deswegen sind die immer dankbar, wenn ich das einstelle. So eine Krone kannst du in 2 Stufen rausziehen. In der mittleren Stufe bin ich jetzt, ich kann sie jetzt drehen und das Datum. Achten Sie mal auf Datum. Jetzt haben wir den 16. und jetzt den 17. Nach den mahnenden Worten vorhin zu meiner historischen Uhr, zu meiner Uhr meines Großvaters, werde ich Ihnen die einfach einmal anvertrauen. Und reparieren Sie, sie läuft, aber wie Sie vorhin sagten, dass da eventuell mal doch mal. Und zwar ein guter Juwelier und auch ein guter Uhrmacher würden jetzt hier wie folgt angehen. Die würden Ihnen erstmal raten, dass wir sie dem Uhrmacher mal zur Begutachtung geben und wir mit Ihnen einen Kostenvoranschlag. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass das Ziffernblatt noch intakt ist. Das ist immer das Erste, worauf wir gucken. Ja. Ich habe auch schon gesehen, dass es zum Beispiel manchmal Uhrmacher gibt, die gerne so eine Ziffernblätter aus Versehen kaputt machen beim Zusammensetzen. Aber hier ist auch ein Ziffernblatt, hier besteht aus Emaille. Wenn das mal bricht, ist es gebrochen. Dann war es das. Also man kann sowas nicht reparieren. Ja? Und natürlich wird sowas zerbrechlicher mit der Zeit. Ja? Das muss einfach jedem bewusst sein. Schön ist auch hier, dass hier ein ordentliches Glas drauf ist. Ja? Oftmals hast du bei den billigeren Uhren dann so ein Kunststoffglas, das macht ja dann keinen Spaß. Ja? Hier hinten hast du einen Deckel, der ist ein bisschen locker. Auch hier schön zu sehen, eine Punze, eine Nummer, dass es Gold ist. Da auch der Herstellungsstempel. Dann bei den teureren Uhren ist dann auch dieser zweite Deckel, der das Werk jetzt schützt, wo ich jetzt nicht rangehen möchte, weil das hier alles ziemlich dünn ist. Auch noch aus Gold ist. Schönes Stück. Wir werden diese Uhren auch noch in 100 Jahren reparieren können. Das ist das Schöne. Ja, das ist das Schöne. Also es gibt viele, viele Handwerker verlieren so langsam so ein bisschen an Bedeutung in Deutschland. Schade, weil wir sind eigentlich ein Volk der Handwerker und kein Volk der Banker und kühnen Rechner. Ja, es wird in Deutschland nur noch gerechnet und es wird in Deutschland nur noch über Datenschutz geredet und über Haftung.